Früher war alles einfach. Journalisten erklärten einem die Welt. Ein Blick in die Zeitung, abends die Tagesschau, ein wenig Radio hören und man wusste, was vorging. Nachrichten galten als seriös und objektiv. Durch das Internet ist das komplizierter geworden. Nachrichten gibt es immer und überall. Aber die Nachricht alleine, sie genügt nicht mehr. Es braucht mehr. Ich würde mir schon wünschen, dass es eine größere Kritikfähigkeit der Medien an gesellschaftlichen Zuständen insgesamt gibt. Ich würde mir aber auch wünschen, dass die Medien ihre eigene Arbeit ein bisschen stärker kritisch reflektieren. Ich denke, dass da die immer gleichen Rituale der immer gleichen Fragen und Antworten und Phrasen eigentlich dazu beitragen, dass tatsächlich eine gewisse Politikverdrossenheit zumindest stattfindet und dass das nicht dazu beiträgt, eine kritische Öffentlichkeit herzustellen. Das leuchtet, glaube ich, ein. Die Talkshow. Sie war mal der Hort des kritisch nachfragenden Journalismus. Harte Fakten, sauber recherchierte Informationen. Doch dann kam das. Liebe Redaktion von Günther Jauch, Yannis Varoufakis hat Unrecht. Ihr habt das Video nicht gefälscht. Ihr habt einfach nur das Video aus dem Zusammenhang gerissen und einen griechischen Politiker am Stinkefinger durchs Studio gezogen. Das habt ihr gemacht. Und der Rest ist von uns. Was ist Wahrheit? Was ist Fälschung? Oder ist am Ende eh beides reine Simulation? Heißt von Böhmermann zu lernen, erkennen, dass in den Medien das Wahrheit ist, was man dazu macht? Und erklären uns jetzt Satire-Shows die Welt, wie sie wirklich ist? Wissen Sie, was den deutschen Steuerzahler die Euro-Krise bisher gekostet hat? 0 Cent. Was? Soll das heißen, ich habe mich all die Jahre umsonst aufgeregt? Dank der Krise, kann man sagen, musste Deutschland für Zinsen 80 Milliarden Euro in den letzten Jahren weniger aufwenden. Ach, dann kann man also sagen, die Griechen zahlen und werden dafür beschimpft. Also damit kann ich leben. Satiriker als die neuen Journalisten. Harte Fakten, keine Pointe. Gags recherchiert wie eine Titelgeschichte, nur eben mit Haltung. Also wenn Leute zu uns kommen, um sich Wissen anzueignen, dann scheint etwas gehörig falsch zu laufen. Wir sehen was, es regt uns auf. Ja. Und dann diskutieren wir das und dann regen wir uns noch mehr auf. Ja. Und dann fangen wir uns mit dem Thema zu beschäftigen und finden Dinge raus, die uns noch mehr aufregen. Die eigentliche Krise, 25% Minuswachstum, die Leute ohne Krankenversicherung, findet alles nicht statt. Stattdessen geilt man sich an dieser Figur auf, die einen dermaßen aufregt, offenbar als westlicher, angepasster Journalist, sage ich jetzt mal. Die Satire stillt ein Bedürfnis, dem der klassische Journalismus in Zeiten von Lügenpressevorwürfen nicht mehr gerecht zu werden scheint. Sie liefert zu den Fakten das Weltbild gleich mit. Wer die Welt verstehen will, guckt heute, heute und die Heute-Show. Wachstum durch Sparen, das hat in der Geschichte der Menschheit noch nie funktioniert. Wie viele Europäer müssen noch verarmen, bevor man das Menschenexperiment mal gnadenhalber abbricht? Jeder 10. Deutsche ist verschuldet. Fast 7 Millionen. Das sind 75% der griechischen Bevölkerung. Nur sagen Sie es schöner. Nachhaltig zahlungsunfähig. Was wäre denn bei uns los, wenn man die Renten halbiert? Ne? Da hast du aber 3 Sekunden später einen Mob mit Fackeln und Rollatoren vorm Kanzleramt, Freunde. Ich glaube nicht, dass uns irgendwas suggeriert werden kann. Ich glaube, das ist eine Nomenklatur der Mainstream-Presse gibt, die versucht, Meinungen so zu etablieren, dass Menschen denken könnten, es wäre die Wahrheit. Und leider gibt es viel zu viele Fernsehredaktionen, die sich aus dieser Haltung und diesem Ressentiment nähren und Profit daraus schlagen wollen. Medien, die aus Meinungsmache Profit schlagen und dafür ihre Wahrheit simulieren. Satiriker, die Lacher ernten, weil sie nüchtern eine Wirtschaftskrise erklären. Gefälschte Videos, gefälschte O-Töne. Wem kann der Zuschauer da noch glauben? Oder wird er vor lauter Information am Ende um jede Erkenntnis gebracht? Ich denke, dass es sicher verdienstvoll ist, wenn man mal so die Sehgewohnheiten wieder ein bisschen stört und da so ein Störbild einbringt, dass man sich dann in Zukunft vielleicht noch mal so fragt, was ist das jetzt hier eigentlich für ein Bild, was ich sehe? Bin ich sicher, dass das Bild echt ist? Das sind Fragen, die sind wichtig. In jedem Artikel, den ich lese, ist immer das Diskurs-Hauptproblem. Am Ende muss ich eine Antwort geben, dabei muss eine Lösung rauskommen. Warum? Ich kann am Ende sagen, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, es ist gar nichts bei rausgekommen, aber die Gedanken waren schön.
Das ist das Problem eben vom Journalismus, warum Sie jetzt plötzlich sagen, ah, warum ist das plötzlich, ist das der Journalismus, der neue, die Satire? Nee, ist es nicht. Aber was wir machen, ist eben Informationen zu nehmen, sie zusammenzustellen und mit so einem emotionalen zu verbinden. Also in der Form, wo sagen, dass Leute wieder bereit sind, dem zuzuhören. Störbilder, schöne Gedanken, Emotionen. Ist das die Zukunft des Journalismus? Nein. Aber die Satiriker zeigen, wie man sperrige Themen verständlich an den Zuschauer bringt und wo Meinungsmache wirklich hingehört, auf ihre Bühnen und nicht in die Nachrichten.